So, und dann. Bup. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Truth. Mein Name ist Hanupi und heute ist Join the Party Part 2. Also wieder ein Patch gewesen, gestern glaube ich natürlich, weil Mittwoch ist ja heute. Also gestern der Patch. Und zwar, ganz wichtig, die Party geht weiter und zwar im Winter-Event. Mal gucken, müssen die Winter-Pinatas drin sein? Unter Vault, glaube ich, war das letzte Woche. Genau, Winter-Pinatas sind da. Ich habe ja gesagt, wenn die alten im Sale sind, ist darauf im Patch die neuen, also kommen die neuen rein. Außerdem gibt es ein, genau, Weekly-Deal ab jetzt. So ein Special-Ding. Man kann die einmalig kaufen. Auch sogar mit Credits, was ganz cool ist für die Leute, die Dungeon designed haben und Credits haben. Dann kriegt man 15 Greater Dragon Cash, 2 Diamond Dragonite. Diese hier. Die kann man, glaube ich, verkaufen. Da kommt dieses Dragonite raus, was ihr vielleicht schon genug gesammelt habt. Und Dragon Effigy. Ein. Oh, das ist voll heftig. Das Ding macht irgendeinen legendären Drache. Also gibt euch irgendeinen legendären Drache, den man nicht hat. Da ist die Frage, welche zählen dazu, ne? Ich weiß nicht, ob man dann da sowas wie... Mal gucken hier. Hoch ein bisschen. Schnell auf einmal. So, naja, einen von denen. Ob man dann einfach mal so Albären oder so bekommt, oder... Achso, den anderen hat dieser Charakter hier ja gar nicht, also dieser Account. Show all. Genau. Legendary, da sind sie. Da oder zum Beispiel Desaeon, das wäre ja voll fies, weil da muss man 30 Friends einladen. Oder Fortress, sehr böse, sehr teuer vor allem. Wahrscheinlich eher die. Falls ihr das wisst, könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben. Steht er jetzt hier nicht bei, stand auch nicht in den Patch Notes, wenn ich mich recht erinnere, welches genau das gibt. Also was genau unlocked wird. Aber ich kann mir vorstellen, achso, Random Legendary Egg Dragon. Ja, steht auch dabei. Nicht nur ein Legendary Drache, sondern ein Legendary Eye Drache. Also eigentlich ist klar dann. Nur die Sachen, die aus dem Ei kamen. Also sowas wie Fortress und so. Nope. Gut. Das Ding ist immer aktiv für, naja, für eine Woche. Und dann, naja, es kann man es nächste Woche wieder kaufen. Also es sind immer einmalige Deals für eine Woche. Dann kommt halt nächste Woche ein anderer Deal. Die wollen ja Geld. Die wollen euer Geld. Naja. Dann, was gab es noch Schönes? Shadow Invader, genau. Die Shadow Pinata Invader, die da sind. Die gibt es immer noch. Und die droppen einen neuen Wing-Typ, den ich leider nicht habe. Den ich leider nicht zeigen kann, nicht zumindest nicht in-game. Ich werde mal gucken, ob ich da nicht mal ein Bild finde. Dann kann man das einfach mal reinschneiden. Dann seht ihr das Ding an, wie cool das Ding aussieht. So, dann natürlich... Da unten. Oh, wie süß. Nein, der Typ hier. Da kann man Drachenei holen. Wenn das der war. Der war, glaube ich, letztes Mal schon da. Aber ich glaube, der hatte letztes Mal kein Drachenei. Der hatte nur das Pinatower. Jetzt muss man nochmal 1000, also doppelt so viel sammeln. Und dann kriegt man das Ei für Corks. Den Celebrity Dragon oder so heißt dieses Event ja hier mit der neuen Pinata. Da gibt es übrigens auch jetzt ein Celebratory Pinhead. Also ein Hut-Style von diesen Pinatas. Die Pinatas kann man gedroppt bekommen. Soweit ich das gelesen habe. Genau. Und natürlich, wie man jetzt vielleicht schon gemerkt hat, es ist Winter. Es hat geschneit. Überall hin. Lapdada. Überall hin. Oh ja. Da hat sich jemand was Schönes ausgedacht. Und nicht gefroren hier. Hier kann man immer noch schön angeln. Na gut. Dann gab es ein paar Sachen, die ich interessant fand. Zum Beispiel gibt es ja eine Stadt hier drin. Ne, hier nicht. Unter L... Erstmal alles claim. Unter K natürlich. Und zwar gibt es ja die Stat, dass man Gegner töten muss. Ist jetzt diese Woche nicht aktiv. Nope. Diese Woche ist das nicht drin.
diese Woche ist Box auf. Aber hier ist zum Beispiel Enemy Defeated. Diese Stat wurde gar nicht akzeptiert von zum Beispiel diesem Charakter hier. Wenn diese Minions hier die besiegt haben, dann war da ein Fehler und die haben das nicht ausgelöst, dass man einen Gegner besiegt hat. Das gleiche gilt beim Pirates Captain, den man hinsetzen kann. Das ist natürlich dann blöd, wenn man in der Woche Gegner töten soll und man spielt als Hauptcharakter einen von den Charakteren. Das ist gut, dass sie das behoben haben. Na, auf jeden Fall. Zwei neue Battle Arenas für die Leute, die PvP mögen. Da könnt ihr die sehen. Kann man jetzt erreichen oder sind jetzt drin. Und gab es da noch was Cooles, was Wichtiges? Irgendwas war da noch. Da war noch ein so ein richtiges Dang Bam, glaube ich, wo ich dachte, das Join Me Spamming. Das kennt ihr vielleicht noch. Der eine oder andere kennt das. Man geht einfach hier rein und drückt auf Join bei den Leuten, die man so da so drin hat. Und man kann ja immer wieder den gleichen machen. Der andere kann ja auf Nein machen. Dann kommt das wieder Nein, kommt das wieder Nein. Jetzt gibt es eine interne Cooldown für die gleiche Person. Man kann zwar immer noch 7 verschiedene hintereinander einladen, aber den gleichen kann man nicht 2, 3, 4, 5 Mal hintereinander einladen. So als Streamer/YouTuber wäre das schon eine Funktion gewesen, die hätte ich viel, viel früher gerne gehabt. Das war nämlich schon manchmal nervig, wenn der ein oder andere mich 80 Mal hintereinander eingeladen hat, vor allem im Stream. Wenn man dann gerade so irgendwie einen Dungeon macht und dann BAM kommt da mittendrin eine Abfrage, wollen sie nicht? Nein, ich will jetzt gerade nicht. Ne? So, das war der Patch von dieser Woche, aber eins gibt's noch. Mal gucken, ob ich hier irgendwo ein Haus finde mit... Ja gut, am besten ist einfach im Club reingehen. Wir gehen mal in unserem Clubschirm rein. Und zwar ist ja hier irgendwo da die Fun Factory. Da gibt's neue Dinge. Wo sind die? Die sind das. Flash. Wenn man da drüber fährt, dann macht's BAM. Lass uns die einmal angucken. Was war das jetzt? Flash habe ich genommen. Okay. Achso, ist da unten drin. Ich baue es einfach mal. Naja, ich glaube, ich kann es überall hinbauen, ne? Dann machen wir es mal in irgendeinem Club, wo es nicht so interessiert, dass ich hier alles... Ich will es ja nicht verunstalten, ne? Das wäre ja doof, wenn ich hier einfach alles verunstalten würde. Dann lieber hier. So, und dann... Bup. War da gerade Feuer neben? Gerade waren da so kleine Feuerbällchen, oder nicht? Na egal, aber so kann man, die kann man nehmen und gleichzeitig darunter noch Musikblöcke packen für Leute, die so Musik-Adventure-Strecken bauen. Da kann man dann... Hoch, so weit geht nicht, man muss berühren. Da kann man dann auf jeden Fall, so wie hier, Mac-Rail-Strecke bauen. Musikblöcke drunter und das Ding da drüber und dann macht's BAM und dann kann man coole Musik machen. Gut, das war's für diese Woche. Wir sehen uns dann nächste Woche zu einer neuen Folge von Woo. Ciao.